sind in Raum 1 in Berlin Mitte in irgendwelchen Höfen. Reinhardshof. Also es ist ein sehr schöner Raum. Ja. Beim Tag der Dramaturgie? Ja, genau. Wir sind beim Tag der Dramaturgie vom Verband der Dramaturgen. Oder? Genau das. Ein ganz spannender Tag, wo es um Stoffentwicklung im deutschen Film und Fernsehen geht. Genau. Wir waren schon bei der ersten, was war das? War das Podiumsdiskussion? Genau, das war jetzt eine Podiumsdiskussion, die allererste nach der Eröffnungsrede. Die Eröffnung hat gemacht die Vorsitzende des Verbandes. Das war auch ganz spannend, ein paar Denkanstöße nochmal gegeben. Und jetzt musste man sich dann entscheiden zwischen drei Diskussionen. Ich glaube, später wird es noch härter, müssen wir uns zwischen vier Sachen entscheiden. Ja. Wie viele Räume gibt es denn hier? Vier. Ja. Guten Morgen. Ja. Okay, wir waren beim ersten Thema. Das war jetzt das Thema... Genau, ich kann es vielleicht mal zusammenfassen, genau. Wenn ich darf. Es ging um Frauen, Bilder und Frauen im Film und Fernsehen auf dem Bildschirm. Und zu Anfang hat eine Wissenschaftlerin von der Universität Rostock ein paar Punkte zusammengefasst. Und das fand ich persönlich ganz erschreckend. Sie hat zum Beispiel gesagt, dass Frauen tatsächlich, also sie haben das in Zahlen belegt, sie haben sich, glaube ich, für eine bestimmte Zeit, muss ich noch mal nachgucken, angeguckt, wie viele Frauen tatsächlich in Hauptrollen oder in irgendwelchen Schlüsselpositionen im Fernsehen zu sehen sind. Und das war über alle Genres, über alle Bildschirmarten hinweg waren das 33%, glaube ich. Aber war das jetzt nur deutsches Fernsehen? Genau, deutscher Film? Ja, es ging jetzt nur um Deutschland. Okay. Und das fand ich ziemlich erschreckend, dass sie so erzählt hat. Und was sie ganz klar gesehen haben, war, dass das mit steigendem Alter, also in jungem Alter ist es sogar nahezu 50-50. Und je älter quasi die Hauptperson oder der Hauptprotagonist wird oder die Hauptprotagonistin, desto männlicher wird es. Diese Folie, die sie gezeigt hat, war tatsächlich, dass über 60, ich habe die fotografiert alle ganz fleißig, das war über 60, das war sehr, sehr, sehr große. Über 60 ist schon zu groß? Also warte mal, ich kann das mal. Ja, ich kann das mal zeigen. Dann ist es wahrscheinlich eher im US-Fernsehen, dass die älteren Damen dann in stärkeren Rollen auftauchen. Vielleicht. Vielleicht nehme ich. Ich gucke ja eigentlich wenig Deutsches. Ja. Deswegen. Also ich muss sagen, ich finde das gerade in Deutschland sehr extrem, wenn man sich das mal anguckt, weil ich finde, es zeigt sich oft in Kleinigkeiten, dass dann die Frau im Film dann die Hausarbeiten mit den Kindern macht zum Beispiel. Mhm. Ne? Solche Sachen. Oder du siehst im deutschen Fernsehen selten einen Mann, der den Abwasch macht, wenn er verheiratet ist. Meistens ist dann eher so ein Single, der dann so sein Single-Leben dokumentiert wird. Genau, genau. Aber wenn jetzt so in einem Familienleben, siehst du das nicht. Stimmt, dann bringt der Mann den Müll runter. Und das wurde leider in dieser Podiumsdiskussion überhaupt nicht diskutiert, nee. Also keine konkreten Beispiele gefunden und das hat mich jetzt gerade fast ein bisschen geärgert, um ehrlich zu sein. Also was ich mir jetzt von dem Ding gewünscht hätte, wäre einfach konkret in einzelne Filme beispielsweise reinzugucken, konkret zu gucken, was sind denn jetzt genau diese Darsteller? Also wie ich gerade sagte, das hängt ja nicht nur an den Hauptpersonen, die da sind, sondern das sind einfach Bilder, die oft kreiert werden oder gezeigt werden oder ganz oft ist es dann eine Ärztin, die aufs Land geht und dort ihre Liebe findet, aber dann ist es halt der Nachbar von nebenan, der ihr die Tür repariert oder ölt. Sowas ärgert mich dann, weißt du, so kleine Sachen. Ja, Muster, ja, und das ist hier überhaupt nicht zur Sprache gekommen und das hat sicherlich mit dem Drehbuch zu tun, aber auch viel, wie wir dann die Bilder zeigen. Ja. Also einfach dieses Selbstverständliche und jetzt wurde hier auch immer gesagt, ja, wir müssen die Stereotype in unseren Köpfen aufbrechen. Das ist ja alles richtig. Aber schlimm ist, dass wir das 2018 noch sagen müssen. Und oder wie wir sagten, vor ein paar Jahren erst angefangen haben, darüber nachzudenken. Ja, richtig, genau. Und was mich jetzt gerade wirklich geärgert hat, war, dass hier gefordert wurde, dass Frauen, auch wenn es in Anführungsstrichen starke Frauen sind, Heldinnen, die kämpfen meinetwegen, dass sie auch immer noch ihre emotionale Seite zeigen sollen und weiblich her sein sollen. Das hat mich jetzt geärgert. Ich habe lieber 10 Claire Underwoods im Fernsehen und 20 Jessica Jones, die beide super komplex sind im Übrigen, aber mit Sicherheit nicht in die Kategorie sehr weibliche Frau fallen, als eine Heldin, die ein bisschen Pfeile schießt, aber auch ganz emotional und mütterlich gezeigt wird. Genau. Und die Pfeile noch dekoriert. Die Pfeile noch einsammelt, genau. Einsammelt, ja.
Ja, irgendwie war der Ansatz irgendwie merkwürdig. Ja, ich meine, die Idee ist ja richtig, es krankt ja auch total, gerade in Deutschland. Aber ich frage mich halt, warum sind wir gerade in Deutschland so schrecklich rückständig, oder? Ja. Was sagst du denn dazu als Mann? Dazu kenne ich zu wenig deutsches Material, damit ich das so sehe. Wenn ich mal über so einen Tatort stolpere, dann macht mir dann auch die weibliche Kommissarin Angst, weil sie dann genauso langweilig ist wie ein männlicher Kommissar, den ich eh nicht sehen möchte. Also es ist dann, dass ich, für mich ist es nicht, kein Bonus, dass es jetzt eine weibliche Kommissarin ist, weil es wirkt so, als ob es für einen Mann geschrieben worden ist und dann haben sie gesagt, oh, die könnten wir besetzen. Aber was ist denn da schlecht dran? Es gibt ja auch sehr männliche Frauen und sehr weibliche Männer. Es ist emotionslos insgesamt. Ich möchte ja auch emotionale Männer haben, was wir auch besprochen haben. Und wenn das da nicht beim Mann ist, dann ist es das sind ja auch viele dieser deutschen Kommissare sind ja, finde ich, sehr cartoonartig, klischeehaft. Ja. Sind meistens schmuddelig, sind unfreundlich. Trinken viel. Das sind Leute, die ich selber nicht kennenlernen möchte. Ja. Ich kann mich auch in die nicht reinversetzen, weil ich denke, die sind ja zu allen scheiße. Wieso soll er jetzt den Bösewicht, wenn er für mich der Gesellschaftsbösewicht ist? Und ich habe keinen Anker. Ja, es gibt auch Bösewichte, die man gerne sein möchte, aber das sind alles Hülsen, die dann von den Öffentlich-Rechtlichen uns angeboten werden. Das sind auch die Privaten insgesamt. Ja, die gucke ich ja noch weniger, also deswegen. Ja. Nee, ich glaube, es ist tatsächlich auch oft so ein einfach die Sensibilisierung fehlt tatsächlich. Also das stimmt schon, aber ich glaube, das bringt nichts, wenn man dann so eine große Diskussion macht, sondern dass man sich wirklich ans Drehbuch setzt und auch guckt. Also du bist der Drehbuchautor von uns beiden. Ich denke gar nicht so, weil auch als Fan, ich gucke mir ja keine Filme an, weil ich denke, oh, das ist jetzt ein Mann, also werde ich ihn verstehen, sondern mich interessieren die Figuren. Andersrum auch bei den ethnischen Sachen, ne? Dieses ganze, dass jetzt plötzlich die ganzen Black Panther-Filme, ich sehe Black Panther als einen coolen Typen, der ich sein möchte. Nicht, ob ich jetzt farbig bin oder nicht, ob ich jüdisch bin oder nicht. Als ich klein war, wollte ich Axel Foley in Beverly Hills Cop sein. Ich habe nie darüber nachgedacht, dass der jetzt farbig ist oder dass das was Besonderes ist, sondern ich wollte Axel Foley sein. Ich wollte Indiana Jones sein, okay, er ist ein Professor, war ich auch nicht mit 12, genauso wenig wie ein Polizist aus Detroit, der nach Beverly Hills geht. Ja. Ich habe so nie gedacht und mich wundert es, dass wir im Jahre 2018 immer noch über sowas sprechen und oh, jetzt ist eine Frau ein Actionheld, Wonder Woman zum Beispiel, den alle ja feministisch gelobt haben, das hatten wir glaube ich schon mal in einer Episode. Es ist ein ganz normaler Superheldenfilm, es ist einfach zufällig, dass es ein Mädel ist, wenn man bedenkt, dass die Autoren Männer sind. Es ist ja nicht mal so, dass eine Frau jetzt Wonder Woman geschrieben hat oder erfunden hat. Wieso sind die da alle ausgeflippt? Für mich war das ein ganz normaler, toller Film. Und ich hätte vielleicht auch Wonder Woman sein möchten, aber nicht, weil es jetzt eine Frau ist, sondern eine Göttin im Endeffekt. Ja, ich denke, du sprichst da was ganz Spannendes an. Der Charakter muss und die Geschichte muss einen einfach mitziehen. Und ich merke es oft auch nur, wenn es halt, also mir ist zum Beispiel auch nicht aufgefallen, dass Black Panther, also mir ist das nicht als ein in Anführungsstrichen schwarzer Film aufgefallen. Ja, ja. Ich fand das einfach einen geilen Film, so, den ich gerne gesehen habe. Und durch die Diskussion wird dir dann allerdings natürlich bewusst, dass merkst du dann auch, dass die meisten Filme dass die meisten Filme halt nicht eben oft mit Schwarzen besetzt sind oder zumindest nicht in dieser Menge und in dieser Wichtigkeit. Aber wahrscheinlich müssen wir einfach dahin, dass die Storys einfach richtig gut werden, dass völlig selbstverständlich ist. Egal, was die Person ist oder der Schauspieler. Ne? Ja. Man kann immer noch trennen zwischen wer ist der Charakter und dann noch, wer ist der Schauspieler, weil ne, man bedient ja alle Flächen. Ja, genau. Es ist so simpel eigentlich, ne? Ja, eigentlich ist es ganz simpel. Aber letztendlich, ja, ist schon was man diskutieren muss. Aber ich glaube, es ist auch sehr deutschlandspezifisch. Also ich glaube, gerade in Deutschland haben wir da noch ein bisschen Nachholbedarf. Ja, und deutschlandspezifisch ist auch, dass wir jetzt irgendwie das angehört haben, aber irgendwie nicht weitergekommen ging schon sind. Gar nichts. Es war so, wir zählen mal auf, wie doof Sachen sind. Das ist auch sehr deutschspezifisch. Ja, genau. Ja. Also ich hätte mir wirklich so ein paar konkrete Sachen, also woran hapert es denn? Ne? Also jetzt hier, es gab eine Sache, die fand ich ganz spannend, das hat die Wissenschaftlerin, deren Namen ich jetzt gerade nicht mehr weiß, gesagt. Die sagte, bei den Ensemblefilmen ist es oft eine männliche Gruppe mit einer Frau drin. Ja. Das fand ich jetzt spannend. Wenn ich das weiß, dann kann ich doch da was anderes machen.
im Ensemble so ab 5 bis 6 Figuren. Das hat sie nicht gesagt, aber sie hat einfach gesagt, im Ensemble haben sie das wohl oft gesehen, okay, dass weil, das so weil sei. Das Klassische, was mir von klein auf auffällt, ist dieses Trio. Es sind immer 2 Typen und eine Frau. Das ist bei allen Star Wars Filmen. Das ist Han, Luke und Leia. Das ist Harry Potter, Ron und Hermine. Stimmt. Das ist immer das Triumvirat. Das ist immer, einer ist dann eher schwesterlich zu dem Mädchen und das andere ist der Love Interest. In jeder Geschichte. Und das sind eigentlich alle Geschichten, die funktionieren. Sogar bei Hunger Games, wo Katniss die Hauptfigur ist, sind es wieder 2 Typen. Mhm. Das ist wieder ein Trio. Ach, spannend. Das ist mir jetzt zum Beispiel so noch nicht aufgefallen, aber du hast recht. Ja. Bei Fantasy oder bei denen, die alle erreichen, ist immer das Trio. Mhm. Warum ist das so, deiner Meinung nach? Weiß ich gar nicht. Also ich nutze es auch, aber ich wüsste es gar nicht. Vielleicht um diese Dynamik zwischen den beiden Jungs Da ist der eine natürlich der Hero und der andere ist ja der Kumpel. Genau. Ja, und die müssen sich ja austauschen in ihren männlichen Gedankenwelten, obwohl es ja... Ich würde zum Beispiel, Harry Potter ist ein gutes Beispiel. Keiner spricht darüber, dass eine Frau, J.K. Rowling, so ein Universum erschaffen hat vor mittlerweile 20 Jahren. Das erste Buch kam vor 20 Jahren. Aber das wird nie als feministisches Mega-Ding. Und es ist die mächtigste Franchise des Universums. Okay, Star Wars auch. Aber jetzt eine Franchise, die eine Frau erfunden hat, wieso sprechen die Leute nicht darüber, dass eine Frau dieses Monstrum an das jahrelang auch... Kassen füllen wird. Sei es bei den Fantastic Beasts oder das Musical oder was auch immer demnächst von Harry Potter aus dem Universum kommt. Hör ich nicht. Es ist immer J.K. Es ist nicht einfach nur... Und das finde ich schade. Da könnte man noch mehr reinhauen. Ja, das stimmt. Und was ich tatsächlich mir wirklich wünsche, sind, dass wir nicht unbedingt an den Frauenfiguren arbeiten, dass die so stärker werden und, keine Ahnung, mehr Ärztinnen verkörpern, sondern dass wir an den Männerfiguren arbeiten. Ne? Also das fand ich jetzt auch ganz schön. Hier haben sie gesagt, das war auch so ein Beispiel, dass bei Schlussmach-Szenen oft der männliche Part derjenige ist, der Schluss macht. Genau. Und egal, ob die Frau den männlichen Part richtig übernimmt. Genau. Ja, also dieser männlichere, geformte Charakter in Anführungsstrichen, wenn man diese Attribute verwenden will. Und das fand ich sehr spannend, weil es wohl halt beileibe nicht so ist. Und ich wünsche mir einfach mehr Männerfiguren, die dann auch mal in einer Beziehungskomödie den Kinderwunsch äußern oder weinen oder hin und her gerissen werden zwischen ihrem Ehrgeiz für den Beruf und der Liebe für eine Person, was dann oft meistens der Frauenplot ist, leider. Genau, mit diesem Bechdel-Test, den wir hatten. Genau. Ich schreibe gerade ein Theaterstück, wo es zum Beispiel genau das Gegenteil ist. Der Mann labert die ganze Zeit darüber, dass er das Mädel haben möchte und alle Frauen haben dann ihr ganz normales Leben in der Geschichte. Ja, haben keinen Kopf dafür genau, wollen. Und denken sich, was soll das? Ja. Du hast jetzt den ganzen Plot ausgelöst, nur weil du auf sie stehst und immer noch weiter kämpfst. Im Endeffekt darum geht es in der Geschichte. Ja, das ist aber auch sowas. Also in den Filmen sprechen die Männer ganz oft über den Beruf und die Frauen über ihre Beziehungen und die Männer, aber ganz ehrlich, alle meine Freunde sprechen auch über ihre Beziehungen, die männlichen Freunde. Das aber ist nicht doch auch nur. Nee, nicht nur, die Frauen ja auch nicht nur, aber... über beide. Ich kenne keine Männer, die nur über ihren Beruf sprechen. Also zumindest nicht in meinem Freundeskreis. Nein. Und das finde ich halt total spannend. Also das ist schon was. Es muss einfach realistischer werden. Ja, und wir machen jetzt mal kurz eine Pause. Ja, und trinken Kaffee. Ja, und dann gucken wir mal, was demnächst noch passiert hier. Was war das jetzt? Die zweite Diskussion, Podiumsdiskussion. Genau. Okay. Was haben wir da mitgenommen? Also ich fand das ganz cool, weil es die erste Diskussion quasi ein bisschen unterfüttert hat, theoretisch. Also es ging darum, dass er hat jetzt als Beispiel 3 junge Filme genommen. Mhm. Men with High Potential, Landrauschen, glaube ich. Und wie ist der erste? Sowas von da, genau. So 3 Filme, die alle 3 mit, glaube ich, herkömmlichen Erzählstrukturen zum einen brechen und sehr besonders sind und sehr frisch und zum anderen vor allem Anormales, also vermeintlich Anormales als normal verkaufen, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau, und nicht versuchen am Schluss irgendwie noch zu erklären, nee, so geht das und nee, wir normalisieren alles. Darum ging es ja eigentlich in der Diskussion. Er hat so als Beispiel genommen, oft ist es eben so, dass etwas ist normal, also im Grunde ist es eine mittelständische heterosexuelle Familie mit 2 Kindern und einem Hund. Ja. Und dann passiert etwas Anormales, es kommt irgendwer, der da nicht hingehört oder es passiert irgendwas ganz Schreckliches, was die Welt aus den Fugen bringt. Am Ende wird irgendwie wieder alles normal, aber ein bisschen anders.
Genau, sogar das Anormale, was reinkommt, wird dann platt gemacht und normalisiert. In gewisser Weise. Wird dann als normal am Ende verkauft, also dass dann die Handlung, dass es halt normal wird. Und dadurch belehrt man das. Und auch wenn es quasi eine gute Belehrung ist, also dass wir halt nicht in einer heterosexuellen Zweikinderfamilie leben, sondern vielleicht ist dann das eine neue Normale, dass man sich trennt, aber dadurch wird man belehrt. Das fand ich ganz spannend. Da habe ich jetzt so noch nicht drüber nachgedacht. Genau. Und dann haben sie so Beispiele gemacht, dass eben das Anormale das Normale ist. Also das, ich glaube, das Wild kam jetzt als Beispiel, dass die Frau eben einfach völlig normal mit diesem Wolf lebt. Und das ist halt ihre Welt. Und in dieser Welt spielt sich dann die Handlung ab. Stimmt. Und ich frage mich immer bei Normalitäten, wer bestimmt denn, was normal ist? Ja klar, das haben sie da ja jetzt auch zum Thema gemacht. In unserem Raum drin, der normale, der ganz deutsche, weiße Autor, der das schreibt. Weil im Endeffekt saßen ja nur eine Art von Autor da drin. Und das, aus deren Sicht ist ja das und das normal. Ja, genau. Ja, aber das hat ja so ein bisschen dieses Frauenthema auch. Ne? Weil wir einfach viel normaler, also das hatten wir ja auch vorhin besprochen, Black Panther ist ja deswegen so ein super Film, weil es einfach völlig normal ist, dass die da alle halt in dieser Welt leben, wie sie dann auch so sind. Und das wird überhaupt nicht zum Thema gemacht, dass dann, im Gegenteil, eigentlich ist es dann ja der, also die normale, in Anführungsstrichen, Welt ist dann ja dann das Problem, die dann reinrückt. Und die alltägliche Welt. Ja, genau, weil Wakanda hat ja ihre Normalität an sich. Ja, genau. Also unsere Normalität rückt dann quasi wird zum Problem. Ja, und dann müsste es mit den Männern und Frauen ja auch so sein, dass eigentlich es völlig normal ist und völlig wurscht ist, wen du liebst, ob du weinst als Mann wie als Frau, ob du... Ist es ja auch so. Ich meine, im Endeffekt machen dann nur die Medien und die Presse immer so einen lauten mit, oh, passt auf, dass ihr nicht anormal werden. Ja. Und knallen uns die ganze Zeit ins Gesicht, die Massenmedien. Der Mainstream versucht ja irgendwie immer alles zu thematisieren. Es ging, also jetzt hier in der Podiumsdiskussion ging es tatsächlich ums Thematisieren, dass das Anormale eben gar nicht so thematisiert wird einfach. Ja. Dass eben nicht das Wichtigste dann ist, dass die Frau jetzt die Frau küsst, sondern dass halt normal ist, dass die Frau küsst und eher thematisiert wird, wie es denen geht. Ja. Unabhängig davon, dass sie gerade eine Frau geküsst haben. Ja. Ich fand ihn auch am Anfang, die Sachen, die er zusammengestellt hat, ziemlich gut. Ja, also so die Richtung denken wir ja auch eigentlich. Ja, das habe ich jetzt auch ein bisschen gebraucht nach der Geschichte am Anfang, die doch sehr, sehr stereotyp dann letztendlich doch wieder war, ne? Ja. Ja, jetzt haben wir eine Mittagspause. Ja, jetzt haben wir eine Mittagspause, jetzt gehen wir was essen. Ja, und gucken, ob wir noch jemanden treffen. Ja, normal. Ganz normal. Genau, sprechen auch nicht drüber, was wir essen. Nee, es wäre andersrum, wenn wir was Anormales machen würden und darüber sprechen würden, das wäre dann vielleicht nicht gut. Verstehst du? Weil das müssen wir einfach machen. Hä? Also dürfen wir gar nicht sagen, wir machen jetzt eine Pause, weil dann sprechen wir darüber, dass wir jetzt eine Mittagspause machen. Nee, das ist ja okay, das ist ja unsere Normalität. Ah. Ach komm, hör auf. Komm, jetzt geh mal. Bis später. Okay. So, jetzt stehe ich vorm Speed-Dating und weiß nicht genau, was da passiert. Speed-Dating ganz klassisch. Menschen können sich begegnen, haben 3 Minuten Zeit und dann rutscht die Gruppe, die wir gerade sehen, eine Seite rutscht nach links weiter und die andere Seite bleibt sitzen. Und sind die thematisch verbunden? Die sind überhaupt nicht thematisch verbunden. Das ist ein wilder Haufen. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wer da sitzt eigentlich. Also sind unsere Gäste. Alles Autoren. Da sind keine Produzenten dazwischen, wo der Autor ist. Das kann auch sein. Ich habe da eben schon wilde Dinge mitbekommen. Visitenkarten, Fotos, Adressen, alles wurde ausgetauscht. Auch Fotos wurden ausgetauscht. Mhm. Na gucken, ich warte noch auf die Kollegin und dann gucken wir mal, was wir machen. Es ist sehr ratsam, mitzumachen. Weil? Weil es wirkt doch, wir sehen es ja, sehr kommunikativ. Ja. Und die Leute wollen dann immer gar nicht, wenn ich das schöne Geräusch mache zum Weiterrutschen, wollen sie gar nicht weiterrutschen. Ja, weil man als Autor ja richtig weit ausholt, um was zu... Ja, das. Und ich sage dann immer, ihr habt ja gleich noch die Möglichkeit, nach den 3 Minuten, nach dem Speed-Dating weiter miteinander zu sprechen. Achso, das ist nicht verboten. Das ist gar nicht verboten, das ist wünschenswert. Okay, ich guck mal. Ja. Danke. Also man kann da einfach so mal mitmachen, hat man mir gerade gesagt. Und aber keiner weiß, was es geht. Wusste die Veranstalterin auch nicht. Man trifft sich und verhält sich über Ideen, tauscht sich aus, darf danach auch weitersprechen. Aber die klingeln immer und dann muss man weitergehen. Hä? Aber das ist ja... Jemand 3 Minuten oder das eine Minute. Das habe ich verstanden, aber das ist ja wie... Ich meine, das... gibt es da nicht ein Thema? So nee. Autor trifft... Nein, gar nichts. Ich kenne das auch, dass man sich eigentlich mit dem Gegenpart trifft. Genau.
Aber hier ist es, glaube ich, noch bunter. Und sie meinte, das funktioniert ziemlich gut. Aha. Und dass die schon viele Daten ausgetauscht hätten. Fotos, Karten. Ist es denn so, also ich bin natürlich keine Autorin, aber ist es so, dass man gerne einen Sparring-Partner hat, mit dem die Ideen... Manche schon. Manche schon. Du nicht, ja? Auch, manchmal. Okay, und... Willst du hin? Nö. Geh hin und nimm das Mikro mit. Nein. Nein. Ja, geh du doch dahin. Okay. Viel Spaß. Muss ich denn eine Visitenkarte dabei haben? Nee, gar nicht. Die Menschen stellen sich einander vor. Das nimmt ungefähr 10 Sekunden in Anspruch. Und dann sind noch 2 Minuten und 50, um den Rest des Speed-Datings zu absolvieren. Und man weiß nicht, wer ist. Die meisten kennen sich nicht vorher. Und dadurch, dass ja immer ein Platz weitergerückt wird, wird das sehr, sehr bunt durchmischt. Nur eine Reihe rückt einen Platz weiter, weil sonst würde man ja nur jeden zweiten kennenlernen. Okay. Das hat alles System. Alle voll bei der Sache. Kein Paar schweigt sich an. Das sieht auch nicht so aus. Nee. Klingt auch nicht so. Nee. Ich wünschte mir jetzt auch, dass ich so ein geschultes Gehör hätte, alle 30 Gespräche gleichzeitig zu hören und zu verstehen. Was machen wir jetzt hier? Also, wir machen hier Speed-Dating. Wie fängt das an? Speed-Dating? Ja. Müssen wir ein Thema aussuchen? Ich habe keine Ahnung, ich bin jetzt gerade noch dazugekommen. Ich auch. Vielleicht jetzt nicht. Was machst du? Ich bin Regisseurin und Drehbuchautorin. Genau. Können wir nicht Produzenten treffen oder Agenten? Beides, Speed-Dating? Beides spannend, aber auch, ich finde es auch spannend, Dramaturgen zu treffen. Was suchst du denn? Also zum einen Impulse aus den Workshops. Ich arbeite gerade an der Serie und es gibt auch ein Thema zur Webserie. Das ist so gerade für mich sehr interessant. Das ist, glaube ich, danach, ne? Gleich. Ja, genau. Das ist einfach inhaltlich total interessant für mich. So. Und du bist? Damit das ja, Beate Grütsch. Und wo findet man dich online, wenn man dich sucht? Ich habe eine Seite www.grötschbeate.de. Danke. Natürlich werden bei dem Treffen der Autoren auch Autoren gesucht. Und jetzt ist jemand hier, der hat eine Story zu bieten und sucht jemanden, der sie schreibt. Gerne, sehr gerne. Wer bist du? Was suchst du genau? Mein Name ist Dina Hellwig. Ich bin eigentlich Schauspielerin, suche aber jemanden, der meine Lebensgeschichte nicht biografisch schreibt, sondern ich gehe mal ganz schnell auf den Punkt. Ich bin als Zeuge Jehovas groß geworden, bin mit Mitte 20, Anfang 20 da raus und wir waren sehr extrem und ich habe das Gefühl, das ist eine Geschichte, die super gut in die Zeit passt heutzutage, weil der Mensch sich ja gerade momentan auch wieder sehr nach Halt und nach Zugehörigkeit und nach einem besseren Umfeld sucht und Persönlichkeitsentwicklung, das Coaching eigentlich uns dahin bringt, dass wir ja uns wieder weiter positiver entwickeln und irgendwie denke ich, ich muss meine Geschichte an den Mann bringen, auf jeden Fall, oder nach draußen bringen durch einen Film. Okay, was existiert bis jetzt? Meine Idee im Kopf, fast fertig, ein Exposé, aber ich möchte nicht das Drehbuch schreiben, deswegen suche ich jemanden, der mir das mit mir zusammen schreibt. Okay, und das Exposé besteht aus wie vielen Seiten bis jetzt? Sehr wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist immer, ist immer so am Anfang. Das ist auch so meine erste Veranstaltung in der Hinsicht. Ah, okay. Deswegen, ich bin in den Anfängen, das ist ein Prozess, das ist ein Weg, ich weiß, aber... Kann ich eigentlich mal als Besserwisser wirken, indem ich sage, nein, ein Exposé besteht aus... Nein, sehr gut, sehr gut. Okay, soll das total ernst sein, das Projekt, oder hat es so eine Art leichtem sarkastischen Humor drin? Weil das kommt am besten mit den Themen rüber. Ja, ich weiß, und deswegen, keiner soll sich umbringen danach. Okay. Also, ich bin auch ein sehr lustiger Mensch und ich finde Humor und es muss auch ein bisschen erheitern, auf jeden Fall. Das heißt, die Geschichte, ich greife jetzt darauf zu, spielt auch über mehrere Jahre. Das ist auch eine Idee gewesen, lustigerweise, die ich gestern Nacht im Bett hatte, dass ich vielleicht sogar ganz am Anfang noch anfange bei meinen Urgroßeltern, die ja auf der einen Seite auch von den Zeugen Jehovas herkommen, auf der anderen Seite überhaupt nicht von der Seite, sondern eher so, mein Opa war Soldat und ja, also in der Familie ist einiges passiert, was meine Mutter in die Richtung gebracht hat, Zeuge Jehovas zu werden, mein Vater reingeboren wurde und da meine Urgroßeltern also von der Richtung auch schon Zeugen Jehovas waren. Okay, das heißt, wir sind dann im Jahr Anfang 1900. Okay. Und ich weiß gar nicht, wann meine Urgroßeltern geworden sind, frage ich mich. Also ich weiß es nicht, nee, aber ich weiß, dass die auch schon Zeugen Jehovas waren. Die habe ich, oh Gott, 4 Jahre noch erlebt. Da erinnert man sich ja nicht mehr so im späteren Alter dran. Mhm. Ja.
Und auch in diesem Land? Alles Deutsche, okay. Alles Berliner. Boah, das Preußen. Heißt, man kann endlich die ganzen Effekte, die jetzt bei Babylon Berlin benutzt werden, vom alten Berlin, ich fühl das. Endlich einsetzen. Das ja. Klingt nach einer sehr spannenden Geschichte, muss ich sagen. Ich weiß. Okay, was für Daten brauchen jetzt unsere Hörer? Meine E-Mail-Adresse ja. Wahrscheinlich am besten. Also Dina Hellwig ist mein Name. Dina Hellwig @gmx.de. Hellwig wie der Baumarkt, nur mit Ida Gustav. Also und wie Hell wie die Hölle auf Englisch. Gerne. Gerne, genau. Und Dina wie Dina 4. Und die sollen dich anschreiben? Gerne. Einfach nur wegen Kontakt erstmal oder sollen sie irgendwas mitschicken? Irgendwelche Infos? Also wenn einer sich zu dieser Geschichte wirklich dazu bewogen fühlt und meint, er kann da, ja, er fühlt das wirklich, ja, da können wir was draus machen, sehr, sehr gerne, sehr gerne. Alles Weitere muss man ja eh dann im persönlichen Kontakt ja, auch sehen, also ob das funktioniert, ja. Sehr gut, vielen Dank erstmal. Danke dir. Ich bin gerade beim Stand von Street Makers und treffe gerade den Alexander Lauber, den Leiter des Seminarbereichs von Street Makers. Genau. Was genau findet man bei euch am Stand? Außer tolle Fotos von Autoren. Genau, das ist nicht ganz unbedeutend. Das ist quasi unsere analoge Facebook-Wand heute, ja, zum Kontakten. Wird auch fleißig genutzt. Mit Polaroid-Fotos, ganz klassisch. Genau. Also wir haben hauptsächlich heute unseren Seminarbereich auch ein bisschen, weil wir haben eine Menge spannender Seminare in den nächsten Wochen und Monaten anzubieten und wo wir natürlich hoffen, dass wir ein paar Leute noch begeistern können davon. Zum Beispiel die Drehbuchwerkstatt Berlin, die ja bei uns regelmäßig zu Gast ist, kenne ich, ja. Macht als nächstes in ihrer vierteiligen Reihe die unverwechselbaren Charaktere. Also Alexander Komorek hat das ganze Paket aufgeteilt in Charaktere, Dialoge, Struktur und Szenen. Oh, das ist ja ein Plan bis März 2019. Das ist ein kleines Drehbuchstudium, so wurde es tatsächlich auch schon verschiedentlich genannt. Genau, genau. Und alles. Da sehe ich auch das Transformational Storytelling und ich habe ein Interview mit Tom Schlesinger. Ich weiß jetzt nicht, ob es vor dieser Episode oder direkt danach rauskommt oder gleichzeitig. Ja, okay, ja. Genau. Tom Schlesinger, großartiger Mensch, mit dem ich in letzter Zeit sehr viel skype. Ich kenne ihn noch nicht persönlich. Wir freuen uns wirklich sehr. Es hat auch ein bisschen gebraucht, bis wir Termin und Struktur rausgetüftelt hatten gemeinsam. Also es wird jetzt ein Seminar geben, Ende des Monats, 24. 25.11. und direkt im Anschluss einen dreitägigen Development Workshop. Ja, das klingt echt spannend. Und das ist, glaube ich, wirklich eine einmalige Gelegenheit, weil ich schon ein bisschen eine Idee davon gekriegt habe, was da auch passiert. Also das wird eine kleine Gruppe sein, maximal 8 bis höchstens 12 Autoren und Autorinnen, die ihre eigenen Stoffe dort entwickeln können. Und Tom Schlesinger ist wirklich ich finde, sehr einzigartiger Drehbuchlehrer. Also nicht nur, was die Leidenschaft angeht, sondern auch die letzten Tage hat er immer wieder betont, die heilende Kraft von Geschichten steht bei ihm, glaube ich, ganz stark im Vordergrund. Vielleicht hast du das in dem Interview auch mitbekommen. Und, wo findet das denn überhaupt statt? Das Seminar, das zweitägige Seminar, was den Auftakt bildet, das findet in der Master School Drehbuch statt. Ach so, gar nicht bei Script Makers. Weil unser Raum zu klein ist dafür. Wow. Ja, wir sind ein bisschen, wir haben nur Platz für 12. Also den Workshop können wir selber hosten, das machen wir auch. Aber das Seminar, da wenden wir uns aber gerne an unsere guten Freunde von der Master School. Und wo? Die sind in Kreuzberg in der Zossener Straße und wir sind in Schöneberg. Also wir sind fast Nachbarn. Das ist kein großer Weg. Und über Scriptmakers finden wir alles unter scriptmakers.de. Das ist richtig, genau. Und du hast einen eigenen Blog noch? Ich habe einen eigenen Blog, das ist stoffmuster.berlin. Auch dort habe ich ein Interview veröffentlicht mit Tom Schlesinger. Genau. Hab ich schon gelesen, ja. Genau. Ich wäre ja sehr gerne bei dem anderen Teil auch dabei, aber das. Mal gucken. Ich glaube, dass beides sehr gut wird und. Ja, das glaube ich auch. Ja. Ich persönlich freue mich fast noch mehr auf den Workshop, weil der noch. Also, der sieht intensiver. Ja, auf jeden aber Fall. Beides wird toll. Und genau, du kennst jetzt Tom ja auch persönlich. Vielen Dank erstmal. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, Konstantin. Und viel Spaß noch bei der Filmstoffentwicklung. So, am
späten Nachmittag, nach dem letzten, was war das? War das auch eine Diskussion, wo du drin warst? Ja, das war, sie haben sich jetzt nicht zerfleischt, aber das war, eine Vorstellung, eine gemeinsame Panel-Vorstellung von einer Webserie, Emmas Welt. Emmas Welt, okay. Von 2014 oder 15, glaube ich. Läuft die noch oder war das so ein geschlossenes Projekt? Ja, sie haben irgendwie gesagt, du kannst sie jetzt auf Amazon Prime sogar sehen. Ja. What? Ja, so eine Kurzserie. Ganz cool. Die haben das wohl noch bekommen. Das heißt, von der Qualität her ist es nichts, wo ein Amazon Prime-Kunde sagen würde, was soll das? Kann ich dir nicht sagen. Ich habe sie nicht gesehen. Okay. Also wir haben aber nur so kleine Ausschnitte gesehen. Das war recht witzig. Kleine Comedy-Serie über ein Mädel, was nach Berlin kommt und Job und Liebe sucht etc. pp. Aber die, jetzt ist es, also kann ich dir nicht sagen, wie das gekommen ist, das musst du dir dann fragen, aber ist ja auch ganz schön, dass kürzere Formate dann bei Amazon Prime sein. Ja, ich hatte letztens beim Filmfest Bremen eine Webserie gesehen, die auch bei Amazon Prime ist, deswegen dachte ich so, vielleicht ist da endlich mal eine Plattform, wo man mit Webserien landen kann. Finde ich auch, also gerade diese kürzeren Formate hast du, also mir fällt jetzt erstmal nur Funk und natürlich Arte Creative ein. Aber vor allem Funk jetzt erstmal, aber ansonsten weiß ich jetzt nicht viel, ne? Also wo du einfach so auch jetzt eben keine 45 Minuten, 50, also du, fällt dir was ein? Ja, den eigenen YouTube-Kanal, aber ansonsten vielleicht bei Vimeo und so, aber ansonsten, und kurz vorher waren wir ja bei dem Panel, wie hieß der nochmal, Polenwitze oder... Genau. Verfilmter Polenwitz oder Migrationscomedy, irgendwie so, ne? Da ging es um Magda macht das schon. Ja, genau. Was eigentlich total... Ich habe jetzt total Lust, die Serie zu gucken, um ehrlich zu sein. Sah charmant aus, ja. Ja, sah total charmant aus. Von RTL, muss man auch sagen. Also RTL hat es produziert mit Polyphon, glaube ich. Ja, genau. Die waren auch da. Ja, die waren da. Hat klang alles ganz spannend erstmal. Ja. Also die paar Szenen, der kurze Trailer, der war ziemlich knackig. Ja. Ja. Ich dachte erst, es geht darum, überhaupt um Migrationscomedy, aber es ging um das eine Format. Ja, das stimmt. Ja. Was ich daraus so ein bisschen mitgenommen habe, war, dass RTL tatsächlich die Piloten getestet hat im Testpublikum. Hast du das noch mitgekriegt? Aus was bestand denn das Testpublikum? Das weiß ich nicht so genau, haben die es nicht erzählt, aber wir haben halt gesagt, da gucken sie so verschiedene Faktoren an, zum Beispiel die Magda, die Hauptdarstellerin, spricht in einem Akzent und sie haben halt getestet, ob das nimmt das Publikum das an oder ist das total blöd? Sonst hätten sie den Akzent gekillt und dann hätte sie ganz ohne gesprochen. Okay. Oder eine andere Sache war wohl die Musik, das war so Balkan, Pop, Rock, wie auch immer. Mhm. Und da hatte die RTL-Redakteurin erzählt, dass es wohl gar nicht, es kam nicht positiv, aber jetzt auch nicht negativ an, es hat niemand was dagegen gesagt, also haben sie es erstmal drin gelassen. Okay. Und jetzt ist es wohl so ein Markenzeichen von der Serie. Also ich hoffe nicht Balkan, weil das ist ja weit weg von Polen. Ich weiß nicht, was... Sie haben das irgendwie... Benannt. Und selber korrigiert, glaube ich. Ja. Nee, die letzte Podiumsdiskussion heißt, wo ich reingehe, heißt Family Entertainment ist das Kino für alle in der Krise. Okay. Wie siehst du das? Ist das in der Krise? Nee. Eigentlich überhaupt nicht. Vielleicht das deutsche Family Entertainment, aber ansonsten die US-Blockbuster oder die britischen sind ja alles Family Entertainment. Von den Marvel-Filmen über Harry Potter, über Star Wars. Das ist Family Entertainment. Von mir aus auch Jugend-Entertainment und wie nennt sich das? Diese vier Quadranten, die man erreichen muss in Hollywood, das schaffen die. Und ich weiß jetzt nicht, ob sie nur über das deutsche Family Entertainment sprechen. Wahrscheinlich. Ich habe mir das jetzt, weil ich da jetzt gehen muss, leider noch gar nicht so genau angeguckt, aber ich hatte ein bisschen den Eindruck, dass es jetzt auch um Kino vor allem geht, ne? Dass jetzt ein bisschen die Kinoreihe kommt. Das sind ja auch viele Macher aus dem Kino gleich in der Diskussion. Genau. Weil es heißt ja hier auch, wie hast du gerade die Abkürzung genannt? FEDRA, Verband der Film- und Fernsehdramaturgen, wobei ich finde, das müsste eigentlich FEFDRA heißen. FEFDRA. Also ich finde das richtig toll, dass sie so einen Tag machen, drüber sprechen, muss ich sagen. Auch in diesen Dimensionen ist ja echt riesig mit vier parallelen Panels und Workshops und so weiter. Bin super beeindruckt, dass die das hier so aufbauen. Aber das war auch wirklich ganz viele tolle Sachen dabei. Das muss man nochmal sagen. Gut, das heißt, wir freuen uns auf die nächsten zwei Jahre. Was ich jetzt hier auch noch mitnehme, ich bin ja jetzt nicht vom Fach, sondern ich schreibe
quasi über VR, aber nicht als Dramaturgin. Und ich nehme mit, dass Dramaturgie im Fern- und Film- und Fernsehbereich so einer von diesen, weißt du, diese Hidden Champions ist. Die sind super, also das ist super wichtig, dass da genügend Leute sind, die sich richtig gut auskennen. Mhm. Auch jenseits von Autoren und Drehbuchschreibern, sondern noch jemand, der quasi auch nochmal drüber guckt. Ja. Und das hat man oft gar nicht so auf dem Schirm, wie wichtig das eigentlich ist. Ja. Und dass es da genügend gute Leute geben muss. Dramaturgie ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Und ich freue mich zu sehen, was weiter passiert. Viel Spaß dir noch hier. Dankeschön. Das war der Tag der Dramaturgie im Jahre 2018. Es hat Spaß gemacht, viele verschiedene Themen, tolle Gespräche geführt, gerade auch zu einem kommenden Projekt von mir. Bin gespannt, was demnächst passiert. Und ja, wir freuen uns auf 2020 beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Akte Dramaturgie von der Phaedra. Bis bald. Ciao.